Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe euch seit langem versprochen, ich zeige euch mal, wie ich so meine Perücken style. Und das machen wir heute auf jeden Fall. Ich habe was ganz Neues zugeschickt bekommen, hier von Donna Love Hair. So sieht das gute Stück aus, so ein Balayage Ombre in Grau und Schwarz. Und ist halt wirklich noch komplett gar nicht gestylt. Viele wissen nicht, auch ich musste mich erstmal einfinden, so mit meiner ersten Perücke. Wie mache ich das, dass es nicht nach Karneval aussieht, sondern wirklich, dass es tragbar für den Abend ist. So, ganz wichtig, so ein paar Utensilien, die ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Als allererstes braucht ihr eine Schere. Und zwar müsst ihr nämlich hier vorne dieses Lace abschneiden. Das zeige ich euch aber auch gleich. Dann braucht ihr auf jeden Fall Trockenshampoo, egal welches, aber ihr braucht Trockenshampoo zum Sprühen. Ihr braucht eine Bürste, das ist zum Beispiel jetzt eine Perückenbürste, die sogar dabei ist. Sieht ähnlich aus wie so ein Tangle-Teaser. Also bei Donna Love Hair war die auf jeden Fall dabei. Und so ein Haarnetz ist ganz wichtig, gerade wenn ihr so viele Haare habt wie ich. So, dann kann es auch schon losgehen. Und zwar fangen wir erstmal mit der Perücke an, die zu stylen. Wir kämmen die einmal kurz durch, damit die halt wirklich so ist, wie sie wirklich ist. Okay, ich hätte jetzt schon mal ein bisschen vorbereiten können. Habe ich natürlich nicht getan. So. Also, ihr setzt euch die einmal, wenn ihr so einen Perückenkopfständer habt, ist das natürlich total super. Ich will mir die schon seit einer Ewigkeit bestellen, aber ich vergesse es immer. Dann kämmt ihr die einmal so kurz durch, weil die halt vom Liegen natürlich so ein paar Knicke in sich hat. Und dann seht ihr auch schon, dass die halt wirklich viel geschmeidiger fällt. So, dann seht ihr hier ungefähr ja, wo ihr den Ansatz habt. Und kämmt das halt alles so ein bisschen zurück, dass es nicht auf diesem Lace ist oder Spitz heißt es, glaube ich. So, dann habt ihr hier diesen Spitzensatz. Den schneidet ihr komplett runter bis zum Haaransatz. Das heißt, wenn ihr hier die Haare seht, schneidet ihr auch hier entlang. Ich zeige es euch einmal kurz hier so. Schwuppdiwupp. Also wirklich so nah wie möglich, damit man das halt gar nicht mehr sieht später. Das ist komplett ab. Jetzt als nächstes kommt das Trockenshampoo zum Einsatz. Das schüttelt ihr einmal und gibt wirklich so viel wie möglich da drauf, dass halt dieser Glanz einfach nicht mehr da ist. Auch mal ruhig durchschütteln ein bisschen von unten, von oben. Okay, meins ist jetzt leer. Das passt natürlich super zum Video. Aber ich glaube, es ist schon einigermaßen erkennbar, dass es halt einfach nicht mehr so aussieht wie, ich brauche neues Trockenshampoo. Schön, dass ich gerade bei DM war. Naja, aber ihr seht es, glaube ich, schon, dass es nicht mehr so extrem glänzend wirkt. Einfach so ein bisschen abmattiert ist. Ihr könnt dafür auch Babypuder zum Beispiel nehmen oder ein loses Puder. Also das ist wirklich ganz wurscht. Dann habt ihr hier drin diese Einsätze. Das sieht ein bisschen aus wie beim BH, so ein Verschluss. Und da könnt ihr das komplett an eure Kopfform anpassen. Dadurch, dass ich viel Haar auf dem Kopf habe, brauche ich immer das Größte, die größte Einstellung und hakt die dann hier einfach ein. Das sind nicht die Klammern zum Befestigen für die Haare. Die sind nämlich vorne. Das sind zwei so Kämmchen, die ihr später reinstecken könnt. Jetzt machen wir uns einmal kurz an meine Haare. Wie gesagt, ich habe natürlich sehr viel davon. Habt ihr kurze Haare, ist es perfekt quasi. Und ja, ist halt einfach, je mehr Volumen, je mehr Haar ihr habt, je längere Haare, desto schwieriger wird es halt einfach. Dann habt ihr dieses süße Strümpfchen. So, ich binde mir erstmal meine Haare komplett zurück. Bis auf hier vorne, diesen kleinen Ansatz. Diese Babyhärchen, die bürste ich mir raus. Weil die sollen nämlich später auch rausgucken, um das Ganze schön natürlich wirken zu lassen. Dafür ist zum Beispiel auch diese Bürste echt ideal. Sonst benutze ich die nämlich gar nicht für meine Haare eigentlich. So, jetzt binde ich mir die komplett zurück zu so einer Bananenpalme am Hinterkopf. So hier so ein, ne? Wie so ein Dutt nach unten. Und setze mir dann dieses wunderschöne Haarband auf. Und da gucke ich halt, dass dieses dicke Teil nach vorne kommt. Also an meine Stirn im Prinzip. Jetzt muss ich halt gucken, dass ich diese Babyhärchen versuche draußen zu lassen. So, also zumindest, dass so ein paar rausgucken halt einfach. Die Ohren sollen vielleicht auch rausgucken, sonst sieht es immer ein bisschen unnatürlich aus. Jetzt könnt ihr zum Beispiel mit dem Gatschewie-Kleber oder halt, es gibt ein Mastix, das benutzen zum Beispiel die Drag Queens immer sehr gerne, weil dann hält es auch so eine Perücke so einen ganzen Abend, beziehungsweise so einen Auftrittstand. Das mache ich jetzt in dem Fall hier nicht. Ihr könnt damit tatsächlich gut die Perücke ankleben, also diese Ansätze. So, dann nehmt ihr die über Kopf, mache ich das zum Beispiel immer. So,
werf die einmal dann über den Kopf, weil es einfach mit so langen Haaren wirklich einfacher ist. Und dann kann man nämlich direkt hier über Kopf diese Klemmerchen in dem, ja, in dem, okay, das war der Vorführeffekt, Leute. Die sitzen tatsächlich weiter hinten als bei meinen anderen Perücken, muss ich gerade mal so feststellen. Kann mir die dann so über den Hinterkopf ziehen. Schwuppdiwupp. Und jetzt richtig die Perücke. Jetzt ist sie nämlich ein bisschen nach hinten gerutscht. Also guckt auf jeden Fall, dass der Mittelscheitel gerade ist natürlich. Mal kurz hier so einen Spiegel zur Hilfe nehmen. Und dann frisiert ihr die so ein bisschen. So, dass das Ganze halt so ein bisschen gerader wirkt. Ich glaube, ich setze euch mal ein bisschen zurück, damit ihr es besser sehen könnt. So Leute, dann ist wichtig, gerade bei hellen Perücken, bei der ist es jetzt gar nicht so wichtig, aber ich zeige euch mal meine rosa Perücke zum Beispiel. Da sind ja auch ziemlich viele Fotos von auf Instagram. Guckt da auf jeden Fall mal rein, auch da heiße ich Testy Tasty, wie ich die gestylt habe. Denn ihr müsst gucken mit dem Ansatz. Das ist immer das Problem, was alles so ein bisschen unnatürlich wirken lässt. Die war halt komplett rosa und ich habe da halt einfach so einen braunen Ansatz, so einen ganz hellbraunen Ansatz gefärbt und dadurch wirkt die super natürlich. Also guckt da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Jetzt überlege ich, weil das tatsächlich meine erste richtig dunkle Perücke ist. Ich habe auch so eine rotbraune, da habe ich dann halt wirklich einen brauneren Ansatz gemacht, ob ich hier tatsächlich mit einem helleren Ansatz arbeite. Ich gucke mir das mal an. Ich nehme immer ganz normalen Lidschatten dafür. Sonst immer mische ich immer so ein ganz dunkles Braun mit einem ganz mit einem Schwarz. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier vielleicht einfach so ein bisschen heller mache, dadurch, dass vielleicht dann der Ansatz ein bisschen natürlicher wirkt. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also es sollte halt nie so Ton in Ton sein, weil keiner hat so einen Ansatz, der aussieht, wie als wenn alles zugewachsen wäre, gerade wenn man Scheitel trägt. Deswegen solltet ihr ja immer so einen kleinen Kontrast einfach da einarbeiten. Und ich glaube, hier zu dem Schwarz passt einfach so ein Hell echt ganz gut. Und den zieht ihr euch natürlich auch bis hinten hin, wenn ihr da einen Scheitel tragen solltet. Weil die immer sehr, gerade wenn ihr qualitativ hochwertige Perücken habt, sehr eng gewebt sind halt die Haare einfach, damit ihr wirklich so lange wie möglich was habt. Und dann machen viele den Fehler und hört jetzt auf. Das dürft ihr nicht tun, Leute. Weil dadurch wirkt es wieder unnatürlich. Ihr müsst hier genauso weitermachen mit dem Ansatz. Das ist das Wichtige halt einfach. Weil irgendwann gehen auch eure Haare mal zurück, es nervt euch und ihr macht die nach hinten. Oder ihr wollt irgendwie einen Style kreieren und dann sieht man es halt. Und das dürft ihr nicht machen, deswegen auf jeden Fall hier weiterarbeiten mit dem Ansatz. Und ich glaube, das passt ganz gut hier, das helle Puder. Könnte noch ein bisschen optimaler werden, aber ich glaube, einfach um euch das mal so ein bisschen zu zeigen, ihr könnt ja dann natürlich variieren, was ihr so mit eurer Perücke macht. Ich verlinke euch das, wo ihr die bekommt, welcher Style das ist. Ich kann euch die rosa auch verlinken. Und ihr bekommt, wenn ihr mit meinem Code TestyTasty dort bestellt, sogar 15% Rabatt. Ich verdiene nichts daran. Also wie immer, unbezahlte Werbung, ehrliche Meinung von euch. Ich finde die einfach klasse, die Perücken, muss ich einfach mal so sagen. Die sind einfach qualitativ sehr hochwertig und für den Preis echt unschlagbar, würde ich sagen. So, ich glaube, das kann sich ganz gut sehen lassen. Ich bürste das so ein ganz klein bisschen ein in die Haare, nicht zu viel, weil ich jetzt nicht so einen Grauschleier oben haben möchte. Und ich würde sagen, das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Wenn ihr das Ganze natürlich noch natürlicher, ihr könnt es auch stylen, also ihr könnt es auch rüber werfen, wenn ihr sonst halt vielleicht eher so einen Scheitel tragt. Ich finde es jetzt eigentlich, diese Bloggerfarbe hier, muss man ja einfach mal so sagen, finde ich ganz cool, wenn ihr so runter ist. Dann könnt ihr natürlich auch so Accessoires stylen, dass das Ganze halt wirklich ein bisschen natürlicher wirkt. Macht euch eine Cap drauf oder macht euch irgendwie... ja, das finde ich schon mal ganz nice, ehrlich gesagt. Ich glaube, das könnte ein cooles Instagram werden. Einen Moment. Solche Styles finde ich halt auch immer ganz niedlich mit so einem Niki-Tuch und vielleicht vorne noch eine Strähne raushängen. Ihr könnt die aber ja natürlich auch genauso zurückstecken, wenn ihr sowas mögt. Ihr könnt mega Flecht-Tutorials oder sonst was damit machen. Ja, ich bin einfach super begeistert. Ich hoffe, das konnte euch so ein bisschen weiterhelfen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Beziehungsweise schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht habt ihr noch andere Tipps, die ihr so zum Perückenstylen benutzt. Beziehungsweise, was hat euch so am meisten geholfen? Was wusstet ihr vielleicht nicht? Das interessiert mich immer sehr. Ich freue mich über den Austausch mit euch. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier sind zwei neue. Auch da könnt ihr wieder neue Dinge lernen vielleicht. Klickt auf jeden Fall mal drauf. Hier ist mein Abo-Knöpfchen, falls ihr noch kein Abonnent sein solltet. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ich sage Tschüss und bis dahin, eure Laura.